Hi und willkommen zu Westmünsterland Barbecue. Heute gibt es mal was richtig Leckeres und zwar nicht mal vom Grill, aber es wird richtig geil sein. Poke ist heute in aller Munde irgendwie. Es wird ein Wahnsinnstrend und weil es eigentlich total geil ist. Poke ist eigentlich hawaiianisch, ist ein hawaiianisches Nationalgericht, wenn man so will, ein Fischsalat. Wir werden das Ganze ein bisschen mixen, so wie es eigentlich auch vorgesehen ist, mit der amerikanischen Küche. Und dann erhält man so eine schöne Poke Bowl. Dazu nimmt man als erstes, also ich gehe jetzt mal nicht durch die ganzen Zutaten, die wir alle so haben oder brauchen, sondern erkläre euch der Reihe nach, was gemacht werden muss. Dann ist, glaube ich, am einfachsten. Am wichtigsten ist natürlich Fisch. In der Regel verwendet man Thunfisch. Oder auch Lachs, aber auch Garnelen oder Krabben. Bei einem Poke kann eigentlich auch jeder so seinem Ideenreichtum freien Lauf lassen. Wir nehmen was Schönes und zwar dieser Lachs und der Thunfisch ist natürlich nicht eingefroren gewesen. Richtig gut wird es eigentlich nur, wenn es wirklich vernünftiger ist, den man sich am besten irgendwo frisch kauft. Wenn wir schon mal anfangen, den Lachs zu schneiden, schneiden wir ihn erstmal in schöne Streifen. Ruhig so, ja, so 1,5 cm dick ungefähr. Dann werden wir ihn nochmal der Länge nach einschneiden. Und dann, wie gesagt, in kleine Würfelchen. So, mit dem Lachs werden wir genauso verfahren. Den schneiden wir auch in kleine Würfel. Wie gesagt, man kann auch nur Thunfisch nehmen oder nur Lachs, das ist auch völlig okay. Wie gesagt, ich nehme etwas mehr Thunfisch, weil ich den Thunfisch einfach total geil finde. Der schmeckt richtig cool. Ja, und das Ganze ist eigentlich, also ich habe vorher natürlich gesagt, es ist ein hawaiianisches Gericht, ist auch richtig, aber es wurde gemischt. Auf Hawaii leben ja sehr viele Japaner, eingewanderte Japaner, und die haben das Ganze so ein bisschen gemischt. Man kann also sagen, das ist eigentlich so eine Mischung aus Sushi und hawaiianisch und amerikanischem Essen. Also eigentlich total gut. Ja, so, der ganze Fisch, den essen wir natürlich mariniert. Und zwar nehmen wir dafür etwas Sojasauce. Hier haben wir Sesamöl, und zwar aus gerösteter Sesamsaat. Gibt einfach so einen ordentlichen Schuss da rein. Hier haben wir etwas Reisessig. Auch einen kleinen Schuss da rein. Das Ganze rühren wir nochmal um. So, dann geben wir als nächstes noch etwas Zucker dazu. Nehmen mal so einen knappen Teelöffel. Etwas Sesam. Ja. Wie gesagt, ich mache das alles ein bisschen nach Gefühl, aber ich schreibe euch nachher noch die Mengenangaben dazu. So, hier haben wir Frühlingszwiebeln. Die schneiden wir einfach in kleine Streifchen. So, kommt dann genauso hier rein. Als nächstes haben wir hier noch ein paar Cashewkerne. Die geben noch ein bisschen Geschmack ab, vor allen Dingen aber auch, was noch wichtiger ist, noch so ein bisschen Crunch nachher. Die werden wir einfach grob hacken. Einmal durchrühren. So, jetzt werden wir da noch ein paar Limettenzesten mit reingeben, also sprich so ein bisschen das Ganze abreiben. Andere Seite funktioniert besser. Und noch etwas Limettensaft dazugeben. Wie gesagt, einfach etwas da reinspritzen. Also das Ganze sieht echt schon
sehr, sehr geil aus. Und dann geben wir auch den Fisch hinein. Das Ganze rühren wir jetzt schön um. So, das geben wir jetzt abgedeckt. Ja, ich sag mal 20 Minuten bis eine Stunde. Da ist sich jeder, hat jeder sein eigenes Rezept in den Kühlschrank. Manche lassen es auch über Nacht drin liegen, aber so lange brauchen wir es nicht. Außerdem habe ich Hunger und ich will gleich essen. So, und was ich jetzt fast noch vergessen hätte, was nicht ganz unwichtig ist, ist Ingwer und Knoblauch. Und den reiben wir einfach und geben wir auch mit was hinein. Ich sag mal so ein bisschen, ja, wenn man da jetzt so einen kleinen Daumen oder so einen Finger voll abreibt, reicht das. Mit dem Knoblauch werden wir genauso verfahren. Ja, das Ganze rühren wir noch mal kurz um. Und dann haben wir es auch soweit. Übrigens, das duftet jetzt schon wahnsinnig gut. Also man ist schon geneigt dazu, einfach mal zu kosten. Aber doch, wir probieren es schon mal. Mmh. Total geil. Es schmeckt total exotisch, richtig lecker. Also total geil. Ich bin schon gespannt aufs Endergebnis. Bis gleich. Ja, und während der Fisch jetzt mariniert, werden wir uns schon mal um die restlichen Zutaten kümmern, die wir da noch reinschnippeln müssen. Die können dann roh bleiben, wie zum Beispiel hier so eine Gurke. Und die reiben wir einfach mal. Man kann sie natürlich auch fein stifteln, schneiden, aber wir nehmen hier einfach mal so eine Reibe und reiben da ein bisschen was von ab. So, dann haben wir hier eine Avocado. Die schneiden wir als erstes mal so um den Kern drumherum. So, einmal zack. Oh, das war ein bisschen tief. Das Messer ist doch sehr scharf. Dann hüllen wir die mal mit einem Löffel aus. So. Und die schneiden wir jetzt in feine Streifchen. Also Avocado ist auch eins der klassischen Zutaten von so einem Poke. Also das sollte eigentlich ja standardmäßig schon rein. Außerdem ist Avocado extrem gesund. Natürlich ein bisschen fettig, aber gesund. Und die ganzen Scheibchen, die werden wir noch einmal halbieren, damit wir nachher nicht so riesige Stücke im Salat haben. Kann man natürlich der Optik halt halber machen, aber man will es ja auch noch essen. So. Das geben wir mal zur Seite. So, und zu guter Letzt nehmen wir noch etwas von einer Mango dazu. Mango ist ja auch eine richtig geile Frucht. Die schmeckt nicht nur gut und ist gesund, sondern gibt auch noch schön Farbe in das Ganze. Ich finde, das Auge sollte natürlich gerade bei so einem Poke immer so ein bisschen mitessen. So, wir schneiden dann gleich einfach so ein bisschen runter. Merkt, es wird hart, was hier schon recht früh ist. Und wie gesagt, das schneiden wir in etwas größere Würfel. Und zu guter Letzt nehmen wir noch eine Schalotte dazu und schneiden uns da auch was von.
die halbieren wir einmal. Ups. Und schneiden dann feine Ringe von runter. So. Das Ganze lösen wir noch ein bisschen. Ja, wir fangen mal mit dem Reis an. Der Reis ist noch warm. Ich habe jetzt hier einen Basmati. Ihr könnt natürlich auch einen japanischen Rundkornreis nehmen. Der ist dann, wie gesagt, das ist dann so ein Sushi-Reis. Das gebe ich jetzt hier rein. Jetzt geben wir einfach das mal mit der Hand. Die Zutaten der Reihe nach hier so ein bisschen rein. So, ein bisschen Zwiebeln drüber. Und jetzt natürlich das Wichtigste, der Fisch. So ruhig noch ein bisschen von der Flüssigkeit mit drüber träufeln. So, und zum Garnieren nehmen wir noch, und die schmecken übrigens auch sehr geil, rote Beetesprossen. Das gibt eine geile Farbe und einen schönen Geschmack. So. Und fertig ist unser Poke. So, jetzt haben wir hier mal eine richtig schöne Schüssel, sprich eine Bowl. Und das werden wir jetzt mal probieren. Also ich bin jetzt schon total gespannt. Ne? Das schmeckt unglaublich gut. Es ist noch nicht mal gegrillt, das wundert mich. Und es schmeckt trotzdem, und zwar richtig geil. Also das ist der Hammer. Also das probiert unbedingt mal aus. Mmh. Super lecker, unglaublich lecker. Das wird ein richtiger Trend. Finde ich total geil. Es schmeckt gut, es ist gesund. Und ja, es ist ja nicht wirklich schwierig zu machen. Ja, also das probiert unbedingt mal aus. Ja, ich hoffe, das Video von heute hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da, gebt mir einen freundlichen Kommentar und abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Und schon völlig durcheinander, so geil schmeckt das Zeug und ich will unbedingt essen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis denn.